Hallo Freunde, ich bin jetzt gerade in Braunschweig angekommen. Ich treffe mich heute mit Pierre Bauer und Lasse Richey. Verbringe ein paar Stunden mit denen, werde mir einen schönen Tag mit den Jungs machen. Freue mich auf jeden Fall, die wiederzusehen. Wir haben uns jetzt schon länger nicht gesehen. Und ich freue mich auch über jeden, der sich das Video heute anschaut. Vielen lieben Dank und bis später. Wir sind Kämpfer seit dem ersten Tag. Sprechen aus, was sie denken, auch wenn es keiner wagt. Wir haben diesen Preis bezahlt. Den Mittelfinger an die ganzen grünen Spinner. Die denken, sie würden helfen, aber machen alles schlimmer. Wir sind immer noch hier, stehen vereint bis zum Tod. Auch wenn es morgen vorbei ist, hat es sich heute gelohnt. Wir sind den Hass längst gewohnt, doch was ändert das schon? Stehen wir zusammen für die Freiheit einer ganzen Nation. Zwischen Lüge und Repression in einer kranken Welt wurde der Widerstand geboren, der uns fest zusammenhält. Auf der Jagd nach dem Geld bleiben die meisten hier blind. Tausend Fäuste in den Himmel, alles, was wir sind. Spür den Regen, spür den Wind, sei dir klar, wer du bist. Geh deinen Weg, auf dass sich keiner dieser Zweifler vergisst. Du alleine kannst verändern, was Millionen nicht schaffen. Wenn du weißt, wofür du kämpfst, wird dich der Mut nie verlassen. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was denn jeder hier verändern kann. Wie ein Sturm über dem Ozean brechen wir durch dieses Land. Stark wie ein Orkan, halten weiter fest zusammen. Und glaub mir, irgendwann wird diese Glut entflammen. Und du wirst sehen, was denn jeder hier verändern kann. Du weißt, in diesem Land läuft ein Haufen Scheiße. Du hast es erkannt, komm mit auf die Reise. Mach's auf meine Weise, denn hier musst du stark sein. Bruder, sei nicht leise, denn die Stille wird zum Grabstein. Scheiß auf falsche Freunde, denn sie wollen dich unten sehen. Siehst du, all die Leute werden einmal untergehen. Auch wenn sie heute noch entspannt im Park die Runden drehen, werden sie dich später für Verrat wie ein Hund anflehen. Nationalismus, natürliches Rückgrat. Checkt ihr nicht, weil ihr euch natürlich gebückt habt. Liebe zum eigenen, kein Hass auf das andere. Ihr tragt eure Handschellen galant wie eine Transe. Abgefuckte Welt, alles Marionetten, die sich, obwohl sie es sich müssen, hinter Masken verstecken. Ich hab es satt, diese Politik der falschen Versprechen. Ich bin von Rache zerfressen, doch muss ihr Tacheles sprechen. Putin soll es richten, aber spart euch eure Tränen. Bitte, unser Land wird nicht gerettet von einem KGB-Spitze. Trump ist kein Befreier, der hat euch ins Gehirn geschissen. Keine Fremdmacht holt uns raus, doch ihr seid hin und her gerissen. Damals wie heute, Europa erwache. Für Heimat und Volk ist dein Opa zur Waffe. Nimm ich Protosaurus Rex, wenn ich urzeitig kling. Aber MDS bleibt selbst wie der Uhrzeigersinn. Statt auf die Arminius, wir holen uns unser Land zurück. Ja, wir lachen, wenn der Römer seine Lanze zückt. Nein, keiner rennt hier weg, wenn der Feind naht. Kämpf für die Heimat, kämpf für die Heimat. Staat und seine Diener sind die Perser übermacht. Aber wir sind die Spartaner, kommt zu Thermopylstab. Oh, Worte wie Geschosse, ja, sie fürchten den Einschlag. Kämpf für die Heimat, kämpf für die Heimat. Sascha, Jonas oder Lola, wir sind längst im Krieg, jeden Tag folgt ein Toter. Aber scheißegal, solange die Opfer Weiße sind. Denk mal drüber nach, sag, wo geht diese Reise hin? Ja, der Zug rollt, Endstation Genozid. Mach dich von der Scheiße frei, dann haben wir diesen Krieg besiegt. Emigration, die Heimat, der Standpunkt. Vereint überwinden wir Deutschen den Abgrund. Ich höre immer wieder, man bekommt, was man verdient. Aber wer gibt euch das Recht, Kinder von Penis zu erziehen? In Berlin öffnet sie die schwulen Kitas. Und ich frage, ist das die Zukunft, die du verdient hast? Zeig mich an wie Überwachungsmonitore. Doch die Spassen ganz da oben, ja, sie lachen in der Loge. Ja, wir scheißen auf den Herd in den Zehn. Das ist unser Land und wir wissen, wer wir hier sind. Statt auf die Arminius, wir holen uns unser Land zurück. Ja, wir lachen, wenn der Römer seine Lanze zückt. Nein, keiner rennt hier weg, wenn der Feind naht. Kämpf für die Heimat, kämpf für die Heimat. Was hältst du jetzt auf den Spagat? Mitbewegen, guck mal hier, ja, das ist wichtig. Hopp, hier versuchen wir hochzukommen. Vor hier? Genau, das ist. Lass mir eine Ansage machen. Komm. Schön am Mann bleiben, schön am Mann bleiben. Aufrechte halten. Und in den Doppeldeckung ran. Und in den Doppeldeckung ran. So. Du, halten. Körpertreffer. Halten, Körpertreffer hier halten. Einzelding, komm, halt mich, Einzelding. Halt mich, Einzelding, komm, drück, drück. Auf du mal rechten Rücken hier, komm. Dann ich mal alles drauf. Und halt. Bei mir steht Tisch. Zieh uns schön aus. Das wird ordentlich. Ich bin durch heute. Thank you.
Sport zurück. Wir sind jetzt an einem geheimen Ort in Braunschweig gelandet. Meine beiden Gäste habt ihr gerade schon ein bisschen gesehen beim Sport. Für die, die die Jungs noch nicht kennen, werden sich jetzt mal vorstellen. Lasse und Pierre, sagt mal ein bisschen was zu euch. Wir sind Lasse und Pierre, angeblich zwei der führenden Köpfe hier der örtlichen Neonazi-Szene in Braunschweig. Fakt ist, dass unser Kennenlernen noch ein laufendes Verfahren ist, deswegen können wir zu unserem Kennenlernen gar nicht so viel sagen. Traurigerweise oder lustigerweise, wie auch immer. Ihr beide fallt ja immer wieder auf, erstmal oder seit den letzten Jahren viel aufgefallen durch Medienberichte, wo man euch als bösartige Monster dargestellt hat, wo man immer wieder darauf hinweist, dass die Jungs kampfsportaffin sind, gefährlich sind, Leute wahllos angreifen, könnte man einen Eindruck zumindest bekommen, wenn man diese Medienberichte sieht. Könnt ihr dazu was sagen, so wie euer Eindruck ist, ob ihr wirklich hier der bösartige, angreifende Arm Braunschweig seid? Im Gegenteil, wir sind echt transparent teilweise. Nazis zum Anfassen, ne? Das stimmt, ja. Das ist eigentlich... Ja, mit mir kann man reden, zugehen, egal welche Nationalität, aber angreifen lassen wir tun wir uns nicht. Ne? Es gab ja immer Situationen dann, wo die Medien es natürlich falsch dargestellt haben. Man kennt von euch beiden, wenn man euch ein bisschen googelt oder so, oder ein bisschen mal schaut auf Facebook, Instagram, was auch immer, sieht man viele Sportvideos von euch. Ja. Ihr seid beide sportlich sehr aktiv, sehr, sehr aktiv. Ich glaube, das ist ein großer Teil in eurem Leben, ist der Sport. Was macht ihr genau? Achtet ihr auf Ernährung, macht ihr Kampfsport, Kraftsport? Was genau macht ihr da und worauf achtet ihr? Also angefangen haben wir damals zusammen mit Bodybuilding, aber wir kamen beide eher aus dem Kampfsport. Pierre kam damals aus dem Boxen und ich aus dem Kickboxen. Auch wenn man es bei ihm jetzt das Kickboxen mehr sieht, bei mir mehr das Boxen. Hat sich dann halt so ein bisschen gedreht. Aber wir haben uns dann damals im Kraftstudio kennengelernt hier vorne. Das ist auch nur ein Steinwurf entfernt. Und ja, dann waren wir ab dem Zeitpunkt zusammen trainiert. Und dann hat sich das so entwickelt, halt dieser Ruf. Weil vorher waren sie es gewohnt, dass man Nationale verprügeln konnte und es hat null Nachspiel gehabt. Also die haben sich nicht gewehrt, die Polizei hat nicht ermittelt. Du konntest wirklich gegen Deutsche hier als Antideutscher handeln, wie du wolltest. Boah, da gibt es sogar noch Videos, wie die machen den Infotisch wirklich ja nichts Schlimmes. Kommen direkt 12 Antifas, der Infotisch wird zerlatscht und die ganzen Leute stehen da geschockt. Eingefroren. Kennst du auch nicht, ne? Dann kamen wir und dann habe ich das gesehen, da rennt einer auf uns zu. Ich einmal rum ums Banner, tuk, der da gleich runter und ja. Aus Verteidigungsgründen natürlich, weil vorher der Stand angegriffen wurde. Selbstverständlich. Sag mal, diese Vollstudenten, die machen das dann natürlich nur vermummt und wenn auch als Gruppe. Dann kann man sagen, dass auch in Braunschweig, wie in vielen anderen Städten, die Gewalt, abgesehen von der Verteidigung, zu der wir verpflichtet sind, eher von links aus wird, oder? Die geht eher von links aus, wir hatten ja auch einen Brandanschlag, gerade wieder einen Brandanschlag von der Antifa selber mit der Autos angezündet. Und ja, sowas gibt es auch. Natürlich waren die von außerhalb, aber trotzdem Braunschweig im Zentrum, halt für Antifa-Angriffe, klar. Und auch ein Brandanschlag am Frankfurter Platz hatten wir einen Brandanschlag. Da haben sich die nationale Aktivisten von uns befunden, die sich da auch da aufgehalten haben öfters oder da leben halt, ne? Und da gab es dann auch einen Brandanschlag. Ja, haben sie die Tür mit Benzin übergossen und angezündet. Ja. Vorher wurden ein paar Scheiben eingeschossen. Also wirklich, das ist die, was die da erwischt hätten, wäre eigentlich nur ihr eigenes Klientel. Ja. Wie ist das in Braunschweig? Habt ihr Probleme so mit den Migranten? Kommen die gut auf euch klar? Oder gibt es Lasten? Viele, oder man denkt ja immer, wenn man die Medien so sieht, dass der Hauptfeind des Nationalisten auf jeden Fall mal der Ausländer ist, dass man sofort sich angreift. Im Gegenteil. Das heißt, der Zuspruch auch von der Seite ist wahrscheinlich. Ich habe ja damals allgemein im Fußballverein gespielt mit Migranten. Und also halb Migranten, halb Deutsche kann man sagen. Und die kenne ich von damals noch. Und ich habe mich als Mensch ja nicht großartig geändert. Also wenn du mich respektierst, ist alles gut so, ne? Du kennst das ja selber. Genau, ja. Und keine Probleme, im Gegenteil. Die legen so teilweise sogar eine schützende Hand und sagen, hier, lass den Baum mal in Ruhe. Also da merkt man halt wirklich, wer ist ein korrekter Typ und wer nicht. Wenn jemand meinen Namen Schutz nimmt, obwohl ich anwesend bin, sagt, ey, was Schnauze an. So und nach dem halt, ne? Dann kein Problem, im Gegenteil. Ne? Das kann man von den Deutschen oft nicht sagen. Ja, das die Antifa. Aber ja, natürlich, so verstehen wir uns alle klasse. Die meisten feiern ja auch Nazis. Ne? Ich kenne das auch nicht anders tatsächlich. Also viele Leute denken, boah, die Ausländer-Nazis knallt ihr immer. Ja. Wir wohnen in Dortmund-Dorsfeld, sag ich mal, in einem Stadtteil, der auch einen hohen Migrationsanteil hat. Was würdet ihr sagen, für junge Leute, wie wichtig ist es, dass man sich fit hält, dass man Sport treibt im Alltag? Dass man das in seinem Internet. Ja, ich meine, du musst ja jetzt dich nur mal umgucken, mal die Zeitung aufschlagen. Jede Bahnfahrt ist ein tödliches Abenteuer. Also ich meine, das reicht doch schon zu sagen, wenn hier und da ständig Morde sind, ständig Angriffe, in Hannover letztens irgendeine Frau einfach niedergeschlagen, einfach, du kannst nur daneben stehen und du wirst schon umgebracht heutzutage. Das heißt, es ist absolut notwendig. Die Dunkelziffer ist auch viel höher. In Braunschweig kommt es jetzt regelmäßig auch zu Überfällen auf Deutschen. In Parks werden dann Deutsche richtig abgezogen, ne? Und das gab es vorher in Braunschweig auch nicht.
Und ich sage auch jetzt nur mal eine Ansage, wenn sich das hier nicht ändert, dann werden wir auch mal Silvester auch mal mit ein paar Mann mal in der Stadt mal ein bisschen Präsenz zeigen. Wenn sich das hier nicht ändert, der Staat hier nichts macht, dann machen wir das. Weil so kann das ja auch nicht weitergehen. An sich gibt es ja... Der Traum belästigt Silvester, eigentlich soll man ja neues Jahr gut starten. Die wir nehmen sich ja unter aller Sau. Letzte Silvester zum Beispiel mal drauf angespielt, ne, was da los war. Und das geht so nicht. Ja, das ist richtig. Und da muss ja was muss man denn mal machen? Man muss ja irgendwie sagen, hier, benehmt euch hier, lasst die Frau hier in Ruhe. Von diesem Verhalten der Leute, die an Silvester, sag ich mal, übrig geworden sind, das waren ja, aber ist ja kein ganzes Leute, das ja. waren. Aber viele andere, besser integrierte Migranten, sag ich mal, haben sich ja von diesen Leuten... Das ist Pierre Vogel unter anderem, ja. Zum Beispiel, nimmst du diesen Leuten das ab oder willst du da sagen, das ist einfach nur alles so... Den nehme ich das ab. Der Pierre Vogel meint das auch bitter ernst. Der nimmt wahrscheinlich seinen Islam auch bitter ernst in dem Sinne. Und der hat sich auch von ihm distanziert. Und das muss ich auch sagen. Die Deutschen müssen halt wirklich nur so zurückfinden, ne? Sich darauf konzentrieren, ey, was sind wir wert? Ich meine, du siehst ja jetzt... Die Wirtschaft geht in den Arsch und du siehst kaum noch blonde Leute. Ja, das muss man halt einfach mal in Bezug zueinander setzen. So wie viele Leute, wenn sie euch sehen, sportlich, stabil und so, wovon man erstmal ausgeht, seid ihr bei Fußball aktiv, seid ihr Hooligans aktive in Braunschweig oder sonst irgendwo? Also viele Leute gehen davon aus, dass ihr das seid. Nicht offiziell. Also, ihr seid keine Hooligans. Nee. Ich glaube, viele Leute werden davon ausgesehen. Die meisten haben allgemein falsches Bild. Die bringen das gleich mit irgendwie Sauftourismus in Verbindung. Also das alte Bild von den Hooligans, das gibt es ja gar nicht mehr. Für mich sind das sportliche Jungs, die sich da ab und zu mal messen. Das war's. Also was Gutes. Also eigentlich, ist das was Gutes, wenn man das mit dem Neuen jetzt mal langsam mal so ein bisschen begreift. Aber halt, ich bin auch gegen diese Randale im Stadion, wo dann Frauen und Kinder sind und dann sich gegenseitig bewerfen mit Gegenständen und dann auch Frauen dabei sind oder Kinder in der unmittelbaren Nähe. Dagegen bin ich ja. Aber wenn man sich da sportlich messt, dann ist das doch in Ordnung. Ob man jetzt Boxen macht oder halt da, das ist für mich nicht strafbar. Es wird ja vom Staat ja in dem Sinne strafbar ja dann gemacht. Ja. Das ist einfach für mich Mannschaftskickboxen oder nichts anderes. Also Mannschafts-MMA oder wie man es halt sehen mag, ne? Wie findet ihr, sind unsere Leute, ich rede jetzt mal von Rechten, das heißt Leute aus rechten Parteien, Kameradschaften, was auch immer, ob das jetzt Dritter Weg, NPD, die Rechten, was auch immer ist, im Vergleich zu vor, wir sind noch relativ jung, wir drei, aber vor 20 Jahren, das war, was wir auf Aufnahmen zu sehen, findet ihr, wir stehen heute besser da oder schlechter da? Definitiv jetzt viel besser da, weil es nicht mehr so lächerlich ist. Natürlich auch die immer wieder den Karren in den Dreck fahren, das sind dann die Bezahlten. Die sind halt unterwanderbar und freie Strukturen nicht. Und deswegen werden freie Strukturen auch verboten. Und deswegen sind auch Nationalisten zurzeit in Haft, die eigentlich nichts gemacht haben, außer halt ihren freien Ding nachgegangen zu sein. Ja, Sport, das war Sport. Ja, das war's. Weil hier Baltikorb zum Beispiel in Rostock, die wurden verboten, weil die einfach nur ein Sportprogramm angeboten haben für junge Jugendliche. So, ne? Das ist unter aller Sau. Und da kommen wir ja auch wieder hin gleich zu diesem Waffenverbot, was gegen uns besteht. Das ist ja genau dasselbe. Der Deutsche wird überflutet mit ihm feindlich gesehen und wir dürfen uns weder organisieren oder noch verteidigen. Noch dürfen wir legale Waffen tragen, geschweige denn irgendwas, was mit Schusswaffen zu tun hat. Noch ein anderer Kamerad wurde auch ein Waffenverbot verhängt. Ja, genau. Und ein alter Mann, von dem ich keine Gefahr mehr aus. Ja, und das ist ja gerade das Ding. Die wollen den natürlich auch angreifen. Ja. Die haben dem zweimal das Schloss zugeklebt, die haben ihm die Scheibe eingeschmissen. Mhm. Und da muss man sich mal vorstellen, der alte Mann darf sich jetzt nicht verteidigen. Ich verteidige euch nicht. Über 50 Jahre. Also ihr dürft gar nichts mehr an Waffen besitzen. Das heißt, selbst bei Pfefferspray. Legale Waffen, weil wir, bei uns gerichtet, die haben ja vorher keine Waffen gehabt, also keinen Waffenschein in dem Sinne gehabt. Also bei mir nicht, bei Lasse wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nö. Und bei uns richtet sich wirklich für legale Waffen. Also ich hatte, wie gesagt, eine Machete gehabt, die darf man zu Hause haben. Da haben sie auch eine Panik bekommen, weil die griffbereit lag. Aber wo soll sonst liegen in der Notsituation? Natürlich liegt sie griffbereit. Das darfst du gar nicht ansprechen. Das ist keine Waffe, das würdest du niemals als Waffe einsetzen. Das ist ein Buschmesser. Und dann brauchst du auch gar nicht dich auf irgendwelche Diskussionen einlassen, weil die legen es eh immer die aus. Immer anders selbst, aus. Selbst wenn du einen lustigen Spruch machst zu denen. Aber deswegen, dann auf einmal kriegst du eine Hausbesuchung wegen dem lustigen Spruch. Ja. Aber war lustig, ihr Spruch, war? Ja. Aber deswegen unter anderem bei mir, weil halt die gewissen Sachen halt griffbereit lagen. Und das war halt die Begründung, ob es jetzt eine Axt gewesen wäre oder eine Machete. Es war einfach da, dass ich einfach eine Gefahr für den Staat darstelle, dass ich angeblich so impulsiv wäre, mich nicht unter Kontrolle hätte, was überhaupt nicht stimmt. Natürlich ist man aufgebracht, wenn dann eine Hausdurchsuchung stattfindet, die sich im Nachhinein rausstellt, dass die zu Unrecht war. Mhm. Natürlich ist man dann impulsiv und sagt, aber für meine Verhältnisse, ich setze mich da hin, reg mich da so ein bisschen auf und das war's. Also ich hätte damals anders reagiert. So, hätte ich dann auch. Also Hausdurchsuchung kennen wir ja, ich glaube, hat jeder von uns schon mal gehabt und das gehört auch zum Leben bei uns dazu. Könnt ihr verstehen, wenn Leute, die sagen, boah, eigentlich, was sie machen, ist ganz geil und ich hätte auch Bock, das zu machen, die aber dann Angst haben vor den Konsequenzen, mit denen wir jetzt seit Jahren, Jahrzehnten leben,
dass sie sich dadurch abschrecken lassen und sagen, nee, ich werde jetzt doch nicht aktiv, weil ich habe Angst, da irgendwann ich kann es verstehen, aber man muss sich selber festigen und im Klaren sein, für was bin ich bereit, das zu machen. Also ich habe mich dafür entschieden für mein Leben, dass ich jetzt den Weg eingeschlagen habe und ich würde es vermissen. So. Und ich habe jetzt endlich wieder meine Identität. Ich bin in Heim aufgewachsen, ich hatte keine Identität gehabt und ich musste mir das alles zurückerlangen. Und jetzt habe ich das und das gebe ich ihm wieder her. Also würdest du sagen, die nationale Bewegung ist ein Gewinn für jeden jungen Menschen? Das ist für jeden ein Gewinn, egal aus welchen Verhältnissen er kommt. Ob er aus der Unterschicht kommt, aus der Mittelschicht kommt. Wir kennen ja welche, wie gesagt, die gehen ganz über ihrer Arbeit nach. Ja, und die gehen auch ihrer Sache nach. Und mit Wurzeln zu leben ist doch schöner wie ohne. Ja. So sehe ich das. Ja, das ist richtig. Wir hatten ja gerade schon mal ein Thema angesprochen, Verbote und sowas. Was in Eisenach passiert ist, haben wir alle mitbekommen. Da sitzen Jungs in Untersuchungshaft, weil sie zusammen Sport betrieben haben. Wie seht ihr solche Situationen? Was denkt ihr darüber? Wenn du dich hier in Deutschland gegen den Staat stellst, dann stellst du dich gegen die Besatzungsmächte des Zweiten Weltkrieges. Das ist doch eine utopische Vorstellung, hier mit 20, 30 Leuten, die MMA machen, die größten Kriegsmächte der Welt. Deswegen ist das eine utopische Begründung, so Leute zu verbieten, weil sie selber wissen, dass man sie gar nicht stürzen kann. Nee, die wollen Leute einfach in Haft stecken und das einfach. Würdet ihr denken, dass auch, also es geht, wenn man nationale Gruppen, sag ich mal, verbietet, in Untersuchungshaft steckt, es geht einfach da, es dient der Abschreckung anderer Leute, sich solchen Gruppen anzuschließen, oder zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass alle Menschen denken, die jetzt die normalen Medien konsumieren, wenn ich mich jetzt der nationalen Sache anschließe, lande ich ruckzuck in Haft und dafür sorgen, dass weniger Leute sich uns anschließen wollen, weil man Angst verbreitet? Ja, das ist Angst verbreitet, nichts anderes. Und uns halt versuchen klein zu bekommen, meiner Meinung nach. Dass du dich als Deutscher nicht zusammentun darfst, du darfst keine gemeinsamen Ideen haben, kein du sollst wehrlos sein, das ist ja alles dasselbe. Du darfst dich nicht als Gruppe zusammenführen. Zack, bist du gleich kriminell. Ja, aber worum geht's denn? Es sind andere Gruppen hier, die uns feindlich gesinnt sind und wir sollen hier weg. Deswegen dürfen wir uns nicht organisieren, deswegen dürfen wir uns illegal bewaffnen, deswegen dürfen wir, ach Gott, wie bewahre, gar keinen Waffenschein machen, weil wir hier weg sollen. Die sind einfach gegen uns. Die wollen uns als genetisches Material, wollen die uns nicht erhalten. Aber wir wissen, dass wir ewig leben werden, wenn wir einfach dabei bleiben, einfach zu uns stehen und unsere Kultur, unser Volk erhalten. Dann wird es uns auch noch in 1000 Jahren hier geben. Und da können wir erzählen, was sie wollen und Geldstrafen verhängen, wie sie wollen. Wir sind unsterblich und sie sind weg. Von euch beide vielleicht mal versuchen, im legalen Rahmen 2-3 Sätze für die Antifa, was habt ihr für die übrig? Und was würdet ihr denen gerne mal sagen, ohne dass die Aufwärtsstimmung auf einer Demo ist, sondern ihr könnt jetzt ruhig einem Antifaschisten gegenüber sitzen. Was würdet ihr ihm gerne mal sagen? Natürlich versuchen, dass alles jetzt im legalen Rahmen bleibt. Was soll ich zu ihm sagen? Ich halte von ihm, wie gesagt, gar nichts. Da gibt es nicht viel zu sagen, weil man mit solchen Menschen auch gar nicht reden kann oder diskutieren kann. Ja, die sind weltanschaulich gar nicht so gefestigt, dass man mit denen großartig ein Gespräch führen kann. Da hätte ich halt nicht viel offen für die, sagen wir so, wie es ist. Also ich meine, die, wie gesagt, die Überfälle, die sie machen, das ist ja ein Schlag, ne? Das ist ja ein Schlag von denen, die genauso denken und genauso handeln. Und ja, als Mittäter einfach. Selbst wenn die sich selbst von Gewalt distanzieren, die sind ja trotzdem Antifa in dem Sinne und gehören nichts anderes dazu als diese Mittäter halt, ne? Für mich. Mhm. Und damit sollte ich nichts zu tun haben. Die da irgendwie mit 12 oder 13 Mann mit Pfefferspiel auf Leute attackieren und so. Also, ich hatte das schon mal, dass hier Leute zu mir kamen, die waren vorher bei den Linken und die haben dann auch mal wirklich echt schlimme Konfrontationen mit mir gehabt, ne, wo ich auch wirklich sage, okay, das war echt, ja, es ging von denen aus, aber dann da hatte ich die auch mal auf dem Kieker und dann haben sie natürlich immer wieder. Und der kam dann zu mir und meinte, ja, wie sieht's denn aus, könnte ich bei euch mitmachen? Und ich so, du hast damals, hast du mir gesagt, dass nicht du mein Haus besprüht hast, sondern dein kleiner Bruder. Ah ja, kenne ich noch, sorry. Ich sag, du kannst unmöglich einer von uns sein, weil niemand von uns würde seinen eigenen Bruder verraten. Unmöglich, das ist unmöglich, das geht nicht. Das, keiner kommt auf so eine Idee. Ich sag, das funktioniert nicht. Das ihr seid nicht so wie wir. Das ist richtig, ja. Könnt ihr auch nicht lernen. Ich finde das gut, dass anspricht, gerade Verrat und so. Abgesehen von dem, wir wissen ja, wer wir sind. Also jeder, der uns sieht, wir sind bekannt, okay, die drei Nazis und bla bla. Was findet ihr, abgesehen vom ganzen Politischen, was sind menschlich so wichtige Eigenschaften, wo ihr sagt, da könnt ihr, auch wenn ihr nicht im Widerstand aktiv seid, wie auch immer, in politischen Organisationen, was sagt ihr, was sind menschlich für euch sehr wichtige Werte, worauf ihr auf jeden Fall Wert legen würdet, auch bei euren Kindern, bei euren Freunden, was ist dazu da, um eine Gesellschaft voranzubringen? Loyalität, Disziplin, ja, und das Wir-Gefühl, ne? Dass man wieder langsam mal wieder Gemeinschaft lebt, ne? Auch wenn es nur gemeinsam Essen ist, aber das hat der Deutsche ja irgendwie auch verlernt. Ne? Man lebt irgendwie aneinander vorbei und das machen ja die Migranten nicht. Deswegen sind sie uns auch einen Schritt so voraus.
Deswegen kann ich die auch teilweise gar nicht kritisieren, weil die das ja noch leben, im Zusammenhalt. Ja. Na, das leben wir nicht. Und ich rede ja nicht irgendwie von euch körperlichen Gewalt und ich muss den jetzt anrufen. Dafür brauche ich keinen, das kläre ich selber. Allgemein den Zusammenhalt. Weil es so eine Kleinigkeit ist, wenn es dir einfach darum geht, hier ein Kamerad, ich habe gerade nicht viel zu essen, hier, bringt mir was rum. Und ich muss es nicht mal sagen. So einfach das Wir-Gefühl. Ja, finde ich. Die drei Dinge. Also, ne? Lass mich da nochmal hinzufügen oder schreibst du so? Also ja, also ich sag mal, Fleiß, das darf man nie vergessen. Fleiß ist extrem wichtig, Ehrlichkeit, das sind einfach so Werte, mit denen sollte man immer durchs Leben gehen. Genauigkeit, das ist auch so hart verloren heutzutage. Die Leute, die machen alles nur so wischiwaschi. Keiner versucht irgendwas professionell zu machen. Die Leute geben sich keine Mühe mehr. Und da müssen wir halt wirklich auch anders sein und sagen, wir machen es richtig, wir machen es anständig und vor allem auch ehrlich. Ne? Und wir wissen ja, wie wir dargestellt werden in den Medien und so. Als Höhlenmenschen oder sonst was, also was könnte man sagen, was genau finden die Leute an unserer Einstellung? Warum sagt man die ewig gestrigen, warum die zurückgeblieben? Was genau denken die, was ist der Punkt, dass man so von uns denkt? Propaganda. Die wollen es einfach blöd darstellen, aber das ist eigentlich sogar eine Waffe für uns. Also wenn man mich blöd darstellt, ich kann dadurch nur profitieren. Ich weiß jetzt, dank gewissen Situationen, weiß ich jetzt, wie ich handeln muss. Wenn man mich halt so blöd dargestellt hat, weiß ich halt, wie ich vorgehen muss bei manchen Sachen. Du hast doch vor, ich glaube, 2 Jahren dafür gesorgt, dass die Leute ganz schön am Kochen waren, dadurch, dass du dich, glaube ich, hast zur Bürgermeisterwahl aufstellen lassen, ja, richtig? Ja. Also du hast quasi einen kleinen Paukenschlag den Medien gegenüber gebracht, was dich so geärgert hat. Klar ist aber bei uns immer davon auszugehen, dass wir gerade in Westdeutschland jetzt nicht erreichen werden, dass wir irgendwo einen Bürgermeister stellen. Aber wie war die Resonanz hier so in der Gegend? Sehr gut. Wir haben auch viele Jugendliche durchgebunden. Die haben freiwillig unterschrieben teilweise. Mhm. Vor allem hatten wir ja die Unterschriften auch. Alle voll. So, okay, also das war kein Problem. Wie viele Unterschriften muss sie haben? Wir waren glaube ich, war schon ein bisschen. Ja, aber ohne mich zu bewegen, habe ich, glaube ich, 50 Unterschriften. Kein Problem. Ohne was zu machen. Also, das liegt auch daran, dass ihr in Braunschweig, würde ich sagen, einen guten Draht zu den Menschen und zu den Jugendlichen habt, oder? Ja, klar. Die haben einfach Angst gehabt, wäre ich jetzt, wie gesagt, aufgestellt gewesen, dass ich einfach eine super Resonanz hätte, wie mehr wie so ein Linker irgendwie oder ein Grüner. Davor hatten sie einfach Schiss, dass ich einfach, wie gesagt, was präsentieren konnte. Und ein paar gute Forderungen hätte ich schon auch nochmal zum Ausdruck gebracht. Ja, wie gesagt, mein Lehndorf ist mir heilig. Haben wir, glaube ich, gestern drüber gesprochen. Daher würde ich auch vieles gerne ändern. Ne? Die wollen eine Straßenbahn durchziehen. Ich möchte das nicht. Ich möchte gerne, dass der dörfliche Charakter erhalten bleibt. Und ja. Er ist halt der Letzte von gestern. Ich bin schon der Nächste von morgen. Ich sag U- und Schwebebahn für Lehndorf. Und natürlich noch ein Kernkraftwerk und ein Stahlwerk. Ne? Also man kann ja auch miteinander nicht immer ganz einig sein. Richtig, ja. Wir müssen vorangehen, wir müssen hier die Region wirtschaftlich retten, weil das ist es. Wir sind die Einzigen, die das Ding hier retten können, die Scheiße noch, den Karren aus der Scheiße ziehen können. Der Oberbürgermeister von unserer Nachbarstadt, der hat schon gesagt, hier wird es bald aussehen wie in Detroit. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und so ist es. Die zerstören unsere Wirtschaft. Wir sind die Einzigen, die hier politisch unsere Wirtschaft wieder aufbauen würden, die dafür sorgen, dass Deutsche auch was zu essen haben. Die sind einfach gegen uns. Ja. Wir haben ja gerade auf dem Weg hierhin, wo wir hier rübergefahren sind vom Sport, auf einer vielbefahrenen Straße hier in Braunschweig ein paar Leute gesehen, die sich da mit Plakaten auf den Boden gesetzt haben und die Straße zum Stillstand gebracht haben. Was haltet ihr? Also wenn ihr jetzt auch mit diesen Leuten gerade in ein ruhiges Gespräch kommt, wenn ihr jetzt vor denen stehen, was würdet ihr den Leuten damit auf den Weg geben? Na, Sektenfresser. Das, was ich vorhin auch schon gerufen habe, klar, neue Demo irgendwann im März hier. Haben sie 5 verschiedene Aufklebermotive, nur für eine Demonstration. Ja, klar. Und die erzählen was vom Klimaschutz, aber jedes Aufklebermotiv hat eine andere Farbe. Oh, wie viel Farben muss da abgebaut werden? Oh, ganz schön. Würdet ihr bei diesen Leuten also grundsätzlich von Doppelmoral sprechen, wenn ihr so manche Sachen... Ja klar, die leben da auch... Die haben keine Moral. Kapitalisten. Die sind einfach nur gefangen in einem Wahn, der ihnen von denselben Leuten erzählt wird, die uns hier schon immer mit Lügen vollgebrabbelt haben. Das haben die schon immer gemacht. Das haben die auch damals in Ägypten gemacht oder in Griechenland. Das haben die schon überall auf der Welt gemacht und so die Hochkulturen zerstört. Ne? Die kommen in ein Land, bereichern sich ohne Ende und vernichten das Land, bis da nichts mehr übrig ist. Und das haben sie schon immer so gemacht. Und so ist, denke ich mal, auch Palästina untergegangen. Nicht wegen den Römern, sondern wegen den dort Zugewanderten, die sich dann halt in den Rest der Welt wieder verbreitet haben. Ne? Und an denen liegt es, dass die sich da auf der Straße festkleben. Das finden die Leute normal. Meine Frage an euch persönlich, weil seid ihr gegen Corona geimpft? Ich bin nicht gegen Corona geimpft. Niemals. Wir waren ja alle drei, ich hatte das damals schon mal, wie gesagt, Interview schon mal gesagt, weil da war das auch Thema.
Wir alle drei haben schon mal eine JVA von innen gesehen, aufgrund unter anderem politischer Sachen oder vermeintlich politischer Sachen. Wenn sich jetzt jemand uns anschließt und landet das erste Mal im Gefängnis, ich habe damals schon so meine Meinung dazu gesagt, was ist noch kurz und knapp eurer Meinung nach das Wichtige, worum man sich halten sollte in Haft? Ja, die Regeln halt, ne? Also nicht das, was die Justiz vorsagt, sondern ja, die Regeln, Gemeinschaftsregeln, ne? Ist halt, in dem Sinn ist ja in dem Moment eine Zwangsgemeinschaft, die man lebt, mit einem respektvollen Umgang miteinander. Das würde ich schon sagen, da kommst du eigentlich recht weit. Ja. Und halt irgendwie halt nicht, ich habe halt auch Erfahrungen gemacht, genau, ich habe Erfahrungen in dem Sinne gemacht, hier, hol mal bitte Tabak für uns, das kostet nichts, kann jeder haben, habe ich Tabak gegeben, hier, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das hat doch was gekostet. Mhm. Also in dem Sinne wurde ich schon verarscht. Das passiert. Also aufmerksam sein, guck mit auf. Genau, das passiert mir nächstes Mal nicht, das war so eine Kleinigkeit, jetzt weiß ich aber, wie ich den anderen auch einschätzen muss. Mhm. So, in dem Sinne wusste ich auch, also auch kleine Fehler machen, du lernst halt auch dazu. Ne? Also, wie immer im Leben. Ja, und dann merkst du aber auch, wer ist jetzt ein gerader Typ und wer nicht. Also auch kleine Fehler machen ist da kein Untergang. Aber halt nicht jetzt die großartigen Schulden und so, würde ich eher fernhalten. Also jetzt nicht großartig Glücksspiel würde ich nicht machen, würde ich Leuten nicht raten, einfach gerade durch den Vollzug gehen. Gerade rein, gerade raus. Ja, so. Na, sein Weg hat gehen. Ja, vor allem sich da nicht in irgendwelche coolen Programme von denen da rein. Ja, kann auch passieren. Ja, da gar nicht groß mit denen quatschen. Es gibt, also so sag ich mal, Schließer sind ja oft richtig korrekt. Ja. Also das erste Mal, da war ich in so einem komischen Arrest. Da haben die mir so einen Warnschussarrest gegeben. Da hat mich wirklich die Richterin angerufen und mich gebeten, mich doch mal zu benehmen, weil die echt Angst vor mir hatten. Da habe ich die, wenn die Tür aufgemacht haben, habe ich die angeschrieben, verpasst, ich mache das schwule Licht aus, ich will pennen. Ne? Also komplett auf Anti gewesen damals. Ich habe oft angetäuscht, oft Luftkicks gegen die Köpfe angetäuscht, auch von den Wärtern oder in deren Richtung getreten und so und auch mal geschrien. Dann das zweite Mal, da wurde ich in U-Haft genommen, also auch richtig bekloppte Sache, wurden wir richtig hart attackiert, ich und mein Nachbar. Da wurde da irgendwer anders attackiert, den ich gar nicht kannte. Und dann wegen dem, der da attackiert worden ist, weil dem habe ich dann geholfen, weil da hingen 8 Leute auf dem Dorf, habe ich dem geholfen. Und da haben sie jetzt gesagt, ja, das war ein gemeinsamer Tatentschluss, wir kannten den und er wollte die eine Frau schlagen. Ja, er geht bestimmt zu einer Gruppe von 20 Personen und schlägt da eine Frau, wo überall Vermutungen um sie drum stehen. Das macht bestimmt irgendwer. Das ist halt wirklich kompletter Humbug in Leipzig. Halt. Ich sag, Mann, das ist doch hier gang und gäbe, dass Leute überfallen werden. Ich sag, ich bin Tourist hier in der Stadt. Wollt ihr überhaupt keine Touristen mehr in Leipzig? Ja, nee, ist egal. Da habe ich meinen Anwalt nicht erreicht. Haben sie mir nächsten Tag auch mal wieder so einen Advokaten halt gestellt, ne? Der hat mir dann gleich den wundervollen Tipp gegeben, den Handycode rauszugeben. Bitte, liebe Leute, ich gucke jetzt hier nochmal in jede Kamera, nicht machen. Auf gar keinen Fall den Handycode rausgeben, egal wie toll es sich doch anhört. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr kommt in die Situation, wo ihr schon wisst, es passiert gleich, bam, Handy kaputt oder gegen die Wand schmeißen. Ja. Irgendwas, erst wenn du merkst, draußen sind sie und du weißt schon, es wird wahrscheinlich ein Feststellungsbefehl kommen, mach alles kaputt. Mach alles kaputt, was du so hast. Weil es ist scheißegal, du kriegst es eh nicht wieder. Das dauert eh nicht. Also immer erstmal Verfahrensabschluss und auch wieder dran. Und dann willst du das Handy eh nicht mehr haben. Genau, dann willst du auch gar nicht. Und Leute, die in Braunschweig sind und die euch sehen, oder die kennen euch auch viele auch schon von Facebook, Instagram, was auch immer, sagen, boah geil, ich würde gerne mit denen mal in Kontakt kommen, mit dem Quatschen. Sollen die euch einfach anschreiben auf den Plattformen? Dann Instagram, wie gesagt, am besten, ne? Ich finde da nicht. Ja, das ist auch ganz normal, dass wenn wir irgendwo hinkommen auf dem Volksfest, die Leute bringen uns Getränke oder sonst was. Ja, schön, ja. Ja, ne, die Leute sind immer begeistert. Also es gab da nie Berührungsängste von den Leuten. Jetzt. Okay, soweit meiner Meinung nach sind alle Fragen oder viele Fragen beantwortet worden. Von euch beiden ein paar letzte Worte an junge Leute, an Leute, die euch interessant finden, was auch immer, von eurer Seite, wo ihr sagt, das muss einfach mal gesagt werden oder als Tipps. Ja, wie gesagt, allgemein geradlinig bleiben, seinen Interessen nachgehen, sich davon nicht abbringen lassen und wie gesagt, auf den richtigen Weg kommen halt, ne? Das ist halt einfach rechts denken, als Deutscher halt rechts denken und halt, ja, nicht den Kontakt halt sich davon beeinflussen lassen und zu sagen, oh, hier, das sind böse Nazis, ich kann dadurch abgestempelt werden. Einfach auch privat kann man auch mal Sport machen, ohne dass es jeder mitkriegt. Also einfach mal keine Berührungsängste haben. So. Hast du? Ich kann mich da nur anschließen. Ihr macht nichts Falsches, die sind auf dem falschen Weg. Die werden im Endeffekt in nichts aufgehen außer einer großen Scheiße. Wenn ihr euch für Heimat, Volk und Vaterland einsetzt, dann werdet ihr hier für immer leben im Kreise eures Volkes. Werdet immer ein Teil eures Volkes bleiben. Und deshalb
es gibt nur einen Weg und das ist, wie er schon meinte, der Rechte, der Recht normal, das sind Lebensgrundsätze. Links ist immer hinterhältig, immer feige und rechts ist immer richtig und immer gut. Ja. Okay, haben wir soweit, Leute. Wenn ihr noch weitere politische Interviews sehen wollt, auf, von einem anderen Kanal jetzt, von unserem guten Freund Alexander Bittoller, schaut auch, wie gesagt, vorbei bei YouTube. Wie gesagt, heißt der Kanal und bei Instagram, wie gesagt, Info. Schaut da gerne vorbei, schaut die Interviews an. Wenn ihr Kontakt zu den beiden Jungs sucht, schreibt die gerne an über Instagram. Ich freue mich natürlich auch, wenn junge Leute sich für die Sache interessieren. Meldet euch bei denen. Das ist sauer. Das ist gut. Sieht cool aus, sieht gefährlich aus. Da können wir nur noch.